Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise in Athen angekommen. Beeindruckt studiert er das Leben dieser quirligen Weltstadt mit ihren prächtigen Bauten. Fasziniert beobachtet er das Leben der Menschen. Besonders fällt ihm die Religiosität der Athener auf. Er sieht die vielen Götterstatuen und Altäre und ist in seinem Geist nicht nur bewegt, sondern auch erregt. Und lässt ohne Angst keine Gelegenheit aus, seinen Glauben an Jesus Christus zu bekennen. Jeden Tag steht der Apostel auf dem Marktplatz in Athen und predigt den Vorübergehenden das Evangelium. Bald trifft er dabei auf die Anhänger der bekannten griechischen Philosophen, Schulen und gespannt hört er den Debatten zu und bringt sich dann auch in dieser illustren Gesellschaft in die Runde ein. Interessiert hört die Elite Athens Paulus zu. Als er aber von Jesus und auch noch von Auferstehung spricht, da treffen Meinungsverschiedenheiten hart aufeinander. Eine heiße Diskussion entwickelt sich, pro und contra. Mischen wir uns einfach unter die Menge und gucken mal, was da passiert. Ich lese direkt aus dem Text der Apostelgeschichte, Kapitel 17. Als diese Debatte da entstand, da meinten einige, der Kerl ist doch ein Schwätzer. Und andere sagten, er scheint von fremden Göttern irgendetwas zu erzählen. Denn Paulus hatte von Jesus und der Auferstehung gesprochen. Weil die Philosophen mehr über die neuen Lehre erfahren wollten, nahmen sie Apostel Paulus mit auf den Areopag, den Gerichtshof von Athen. Was wir von dir hören, ist uns alles neu und fremd, sagten sie. Wir möchten gerne mehr erfahren. Da stellte sich Paulus vor alle hin, die auf dem Areopag versammelt waren, und rief, Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern mit großer Hingabe dient, denn ich habe in eurer Stadt so viele Altäre und Tempel gesehen, Heiligtümer, und auf einem dieser Altäre stand dem unbekannten Gott. Ihr nehmt es ganz genau. Aber von diesem unbekannten Gott, den ich kenne, will ich euch jetzt etwas erzählen. Er ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und alles, was darinnen ist. Dieser Herr des Himmels und der Erde bewohnt nicht Tempel, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe von Menschen oder die Unterstützung. Er, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist, er hat den einen Menschen geschaffen, von dem alle Völker auf der Erde abstammen. Und der Gott hat auch bestimmt, wie lange und wo jeder Einzelne leben sollte. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen ihn spüren. Und sie sollen ihn finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns nahe. Durch ihn allein leben wir und handeln wir. Ja, wir verdanken ihm alles, was wir sind. Das sagen schon einige eurer Dichter. Wir sind seine Kinder. Jetzt befiehlt er allen Menschen auf der ganzen Welt umzukehren. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil fällen. Durch den einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat, nämlich den, den er von den Toten auferweckt hat. Und da beginnt diese heftige Debatte. Einige hören ihm zu und einige wenden sich ab und einige sagen, wir kommen zum Glauben. Denn wir erkennen, was du sagst, ist Wahrheit. Luther übersetzt diesen Kernsatz eigentlich so. Er wollte, Gott wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollten ihn spüren. Sie sollten ihn finden können. Denn er ist nicht ferne von jedem von uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir. Er ist der Ursprung allen Lebens, er ist da.
Gibt es einen persönlichen Gott? Kann ich ihn finden? Gibt es ein Leben jetzt und ein Leben nach diesem Leben? Was ist Wahrheit? Paulus geht auf diese existenziellen Fragen sehr einfühlsam und klug ein. Und er sagt, dieser Gott ist nicht ferne. Das sagen wir auch. Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Gott ist nicht ferne. Zweitens, er ist jedem nahe. Niemand ist ausgenommen. Gott liebt alle Menschen und er geht auf die Menschen zu und er sagt, wir können ihn erspüren und wir können ihn finden und wir können zu ihm umkehren und ihm Leben finden. Nicht nur dieses kurze zeitliche Leben, sondern Leben in Ewigkeit, denn er ist das Leben. Eine Gottesdienstbesucherin hat mir eine großartige Parabel zukommen lassen mit einer Aussage, die an diese Kernaussage des Paulus erinnert. Auch Jesus hat ja oft in Geschichten und Gleichnissen erzählt, um geistliche Wahrheiten seinen Zuhörern nahezubringen. Also hier die Parabel. Hört genau zu, sonst verpasst ihr die Pointe. Im Bauch einer schwangeren Frau waren drei kleine Embryos. Einer davon war der kleine Gläubige, der andere ein kleiner Zweifler und der dritte ein kleiner Skeptiker. Der Zweifler fragt, glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der Gläubige, ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, dass wir dann stark sind für das, was uns erwartet. Der Skeptiker, Blödsinn, sowas gibt's doch gar nicht. Wie soll denn das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige, das weiß ich auch nicht so genau. Aber es wird sicher viel heller sein als hier drin. Und vielleicht werden wir sogar herumlaufen und unseren Mund zum Essen gebrauchen. Der Skeptiker sagt, so ein Quatsch. Herumlaufen, das geht doch gar nicht. Und mit dem Mund essen ist eine sehr komische Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, ein Leben nach der Geburt, weil die Nabelschnur viel zu kurz ist. Der kleine Gläubige, doch, das geht bestimmt. Es wird eben alles etwas anders sein. Der Skeptiker, es ist noch nie einer von der Geburt zurückgekommen. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Und das Leben ist eine einzige Quälerei und dunkel dazu. Der kleine Gläubige lässt sich nicht unterkriegen. Auch wenn wir es nicht so genau wissen, wie das Leben nach der Geburt aussieht, jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen. Und sie wird für uns sorgen. Der kleine Skeptiker, Mutter? Mutter, was hast du gesagt? Du glaubst an eine Mutter? Wo ist sie denn bitte? Der kleine Gläubige, na hier. Überall um uns herum, in ihr Leben weben und sind wir. Wir sind hier und leben nur durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Ohne sie gibt es gar kein Leben für uns. Der kleine Skeptiker, so ein Quatsch. Von einer Mutter habe ich noch nie was gemerkt. Ich habe sie noch nie gesehen, also gibt sie es auch nicht. Der kleine Gläubige sagt darauf, pass auf, manchmal, wenn du ganz genau hinhörst, kannst du sie singen hören. Oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich glaube und ahne, dass dann ein Leben in einer ganz anderen Dimension beginnt, viel schöner als jetzt. Es wird ein Leben sein, das wir uns jetzt überhaupt noch nicht vorstellen können. Und ich muss sagen, ich freue mich darauf. Das ist der Unterschied zwischen Gläubigern und Skeptikern und Zweiflern. Weshalb
nahm Paulus die Strapazen so vieler anstrengenden Reisen auf sich. Was motivierte den Mann, den Menschen vieler Völker, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft von Jesus zu verkündigen? Jana, eine junge Journalistin, stellt ihrem Vater, einem Theologen, Autoren und ehemaligen amerikanischen Botschafter Michael Novak, genau diese Art von Fragen. Papa, weshalb ist Glaube so wichtig? Der Vater, meine einfache Antwort lautet, weil unser Glaube wahr ist. Darum geht's. Die Frage ist doch, ist das, was ich glaube, wahr? Ist es nicht wahr, dann macht es doch keinen Sinn zu glauben. Dann ist es nicht Sinn, sondern Blödsinn. Man sollte sich dem Glauben nicht allein aus Gründen eines Trostes oder einer erhofften Sicherheit und Seelenfriedens zuwenden. Die Frage ist, ist es wahr oder ist es nicht wahr, was wir glauben? Wenn unser Glaube unwahr ist, ist es ohnehin unmöglich, auf Dauer echten Seelenfrieden, Trost und Geborgenheit zu finden. Ruhelos wird man unbefriedigt immer wieder weiter auf der Suche nach Wahrheit bleiben. Wenn Gott Gott ist, fährt der Vater fort, ist es unwahrscheinlich, dass er als Gott uns nicht genügend Zeugnis von sich gegeben hat. Man muss nur die Augen offen haben. Genau das sagt auch Paulus ganz konkret. Ist Christus nicht auferstanden? Wenn das nicht Wahrheit ist, dann ist unser ganzer Glaube umsonst. Er sagt wörtlich, dann wären wir die elendsten unter allen Menschen, arme Verführte. Und er fährt fort, nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Und er weiß, wovon er redet, denn der Auferstandene ist ihm auf der Straße nach Damaskus begegnet und sein Leben hat sich dramatisch durch diese kurze Begegnung verändert. Deshalb ist Paulus unstoppable. Mit der Auferstehung Jesu steht und fällt der Sinn unseres Glaubens. Die wahre Auferstehung, nicht nur ein Auferstehen in unseren Gedanken, sondern die tatsächliche Auferstehung Jesu ist Dreh- und Angelpunkt des christlichen Glaubens. Deshalb sprechen wir auch heute das apostolische Glaubensbekenntnis, das weltweit Christen miteinander verbindet. Und es beginnt mit den herrlichen zwei Worten, ich glaube. Beim Lesen dieser Sätze fiel mir ein Gleichnis, das Jesus erzählte, ein. Mit dem Reich Gottes, und darum geht es ihm, ist es wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach der kostbaren Perle ist. Und er macht eine umwerfende Entdeckung, die sein ganzes Leben radikal verändert. Er findet eine Perle von unschätzbarem Wert. Der Gedanke daran lässt ihn nicht mehr schlafen, er träumt nur noch von dieser Perle. Und da entscheidet er sich, alles, was er bisher erworben hat, aufzugeben, um diese alles übertreffende Perle zu gewinnen. So ist das mit dem Reich Gottes, sagt Jesus. Intensive Suche, großartige Entdeckung, klare Entscheidung, totale Hingabe, um es zu besitzen, das sind die entscheidenden Hinweise des Gleichnisses. So ist das mit Gottes ewigem, unvergleichbaren Reich. Es geht um alles oder nichts. Es gibt ein ewiges Leben. Paulus sagt, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Sinn jemals gekommen ist, das hat Gott vorbereitet für die, die ihn lieben. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, sagt Johannes. In der westlichen Hemisphäre, wo uns der Glaube nichts kostet, wo wir in Freiheit und Überfluss, zumindest die Mehrzahl in Überfluss leben, gibt es viele Gründe, weshalb sich Menschen einer Glaubensgemeinschaft anschließen, einer Kirche. Ich vermute, dass der überwiegende Teil aus Traditionsgründen ins Gotteshaus geht, wenn er überhaupt noch geht.
Der Tourguide unserer Reisegruppe erzählte, um eine längere Strecke im Bus kurzweilig zu überbrücken, eine lustige Geschichte, wie Menschen auf kopflos Glaube und Beobachtungen übernehmen und zur Gewohnheit machen. Da bereitet eine Frau das Essen vor, holt den Rollbraten aus der Kühlung, schneidet das vordere und hintere Ende des Bratens ab und schiebt ihn in die Röhre. Der Ehemann wundert sich und fragt seine Frau, Hanni, warum schneidest du die Enden vom Braten ab? Oh, das hat die Mutter immer so gemacht. Frage doch sie. Er geht zur Mutter und fragt, weshalb sie immer die Enden des Bratens abgeschnitten hätte. Ach, die Oma hat das immer so gemacht. Frag doch die Oma. Also sucht er die Oma auf und stellt dieselbe Frage. Oma, weshalb hast du am Braten die Enden abgeschnitten, bevor du sie in die Röhre gesteckt hast? Oh, sagt sie, das ist einfach zu beantworten. Meine Pfanne war zu klein. Gedankenlos und sinnlos wurde Beobachtetes von Generation zu Generation traduiert. Wissen wir, was wir glauben? Wissen wir, warum wir glauben, was wir glauben? Es ist tragisch, wie wenig Wissen über den christlichen Glauben bei sogenannten Christen vorhanden ist. Ich weiß es. Es gibt so viele Gründe und Motive für Kirchgang. Alle die vorher genannten Gründe sind verständlich und sie haben auch eine Berechtigung, sind aber letztendlich keine geistlichen Gründe, keine tragenden Gründe, sondern Kriterien, wie man sie bei der Auswahl eines sozialen Clubs zum Beispiel hat. Finde ich nette Leute? Sind die Ansprachen interessant? Ist die Musik toll? Gut, dann ist das meine Kirche. Das bedeutet gar nichts. Gottesdienst ist so viel mehr. Es geht um Gott selbst. Deswegen habe ich mich auf diesen Gottesdienst schon gefreut. Wir feiern Gott, unseren Gott, den lebendigen Gott. So sagt David, ich stimme laut ein Loblied an und ich erzähle von den Wundern Gottes. Herr, dein Haus ist erfüllt von deiner Hoheit und Macht. An deinem Haus hängt mein Herz. Das ist David. Das spricht von lebendigem, von geisterfülltem Gottesdienst, von Hingabe, von persönlichem Engagement, von Leidenschaft, von persönlicher Investition. Wo man nichts investiert hat, hat man auch kein Interesse. Zweitens, es geht um Anbetung Gottes. Die Psalmen und die Berichte der ersten Christengemeinden sind voll davon. Das Kraft, das Power in wahrem Lobpreis. Die Offenbarung schildert zukünftigen mächtigem Lobpreis in Gottes Reich. Wenn schon die 9. von Beethoven mit der Ode an die Freude jedes Mal Gänsehaut und Tränen hervorrufen kann, wie viel mehr, wenn sie aus allen Völkern, allen Nationen, allen Sprachen zusammenkommen und stimmen, einen Chor zum Lob Gottes anzusingen. Ich will das nicht verpassen. Es geht um Gott selbst. Es geht um die Anbetung Gottes. Es geht um gemeinschaftliches Singen zum Lob Gottes. Wenn ich unterwegs im Auto eine CD einlege auf dem Weg zur Kirche, dann ist das, wenn ich da mitsinge, manchmal ein sehr intensives Erleben der Gegenwart Gottes. Aber wie freue ich mich auf den Sonntag, wenn alle Gläubigen zusammen mit unseren genialen Musikern und City Praisers vollem Herzen singen und spielen. Du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Wow! Das ist ermutigend, das ist stärkend, das ist mutmachend und befreiend, das bringt Freude. Pack dein Smartphone in die Tasche und erlebe Gott ganz neu. Viertens, es geht um gemeinsames Beten. Miteinander und füreinander. Wir haben für Can vorher gebetet. Ich fand es wunderbar. Ich kann mich erinnern, wie ich in Kanada war, in einer Gebetszeit, einer sehr lebendigen Gebetszeit. Und da kam eine Ausländerin zu mir und flüsterte mir was ins Ohr. Sie kannte mich nicht. Sie wusste nichts von mir. Aber
was sie mir ins Ohr flüsterte, eine Inspiration, die Gott ihr für mich geschenkt hat, der war jahrelang wegweisend für mich. Es geschah während des Gemeindegebets. Die Apostelgeschichte ist voll von Zeugnissen, was im Gemeindegebet alles geschah. Und es geht um die befreiende Wahrheit des Wortes Gottes. Jesus sagt unmissverständlich, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das heißt, Gott spricht. Gott spricht zu uns durch sein Wort. Wenn Brot, wenn die Dinge dieser Welt alles wären, was die Welt zu bieten hat, dann müssten die Schönen, die Intellektuellen, die Wohlhabenden vor Glück strotzen, nicht wahr? Sie tun es nicht. Du brauchst nur in die Tageszeitungen, die Medien zu gehen und du erfährst, sie sind nicht glücklicher als alle anderen. Wort Gottes ist Brot des Lebens. Jesus sagt einmal zu seiner Generation, ihr irrt, ihr geht in die Irre, weil ihr weder die Schrift, weder das Wort Gottes noch die Kraft Gottes kennt. Darum geht es im Gottesdienst. Wort Gottes, Gemeinschaft vor Gott und Kraft Gottes. Jesus ist das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist, das die Bibel Mensch geworden ist, von himmlischen Sphären in unsere Welt kam. Als Christen erfahren wir zuallererst etwas über Gott durch Jesus, der sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den unsichtbaren Gott, den Vater. Und er sagt weiter, es gibt nur einen, der vom Himmel gekommen ist und wieder in den Himmel aufgenommen wird, der Menschensohn, nur einer. Im Brief an die Freundin Kolosse schreibt Paulus über Jesus, der ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Schauen wir ihn an, wissen wir, wie Gott ist. Und der Autor des Hebräerbriefs macht klar, immer wieder hat Gott in Vorzeiten auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in der letzten Zeit, sprach Gott zu uns allen durch seinen Sohn. Willst du Gottes Stimme hören? Lies das Evangelium. Lass Jesus zu dir sprechen. Christen sind der Überzeugung, dass es Wahrheiten zu entdecken gibt. Dass Gottes Zeugnis in dieser Welt Bedeutung hat und dass Gott sich erkennbar in der Menschheitsgeschichte offenbart hat. Wir wurden geschaffen, sagt Paulus, um ihn zu erspüren, ihn zu suchen und ihn zu finden, zu forschen, zu erkennen, was Gott alles in seiner Güte und Sorgfalt geschaffen hat, weil er seine Schöpfung liebt. Unendlich liebt. Jesus offenbart uns dieses Wesen Gottes und seine Gegenwart in einmaliger Weise. Um diese Gegenwart feiern wir heute gemeinsam mit dem Abendmahl, mit einer Perspektive auf die Ewigkeit. Andere Menschen mögen andere Weltanschauungen haben, das sollten wir respektieren. Aber dankbar und freudig können wir unsere Überzeugung weitergeben. Die Überzeugung, der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.